Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Goodbye Deponia. Wir sind gerade dabei, die Hymne zu singen. Okay. Organon. 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 Jetzt sollte es stimmen. Organon. 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 Na? Organon. 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 Ich komme da irgendwie noch nicht auf klar. Organon. 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 Geschafft. Da ist er. Ah, Knittes, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Kletes. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich
Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Ulysses! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber was? Was ist mit den Deponianern? Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Was ist mit dem Organon? Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Was ist mit mir? Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja. Die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber... Was ist mit Ihnen? Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber... Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen, es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Joel. Was? Nein! Du alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Goal! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich. Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Dann wird es Zeit. Deponia. Es wird Zeit mit Cletus. Schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. Dann wird es Zeit. Antenne. Hoppla! Dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Retten wir gemeinsam mit Cletus. Na los! Und Argus. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Deponia. Und Elysium.
Ich glaube, das ist Cletus. Und da müsste Argus kommen. Puh, das war spaßig. Spaßig? Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren könnten, das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Antenne? Mach Sender? Mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! Haha, getroffen! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich. Wie sich das gehört. Hä? So. Na guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Verdammt, er ist immer noch aktiv. Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Sender. Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Darunter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Cletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Oh, wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. Hm. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. Okay. Argus? 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen ausspringen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. 1. 2. Hey, springt ihr gar nicht? Du doch auch nicht. Ihr wolltet wohl mogeln. Was? Ich? Nein. Beinahe wäre ich allein gesprungen. Schön. Jetzt kommt schon. Wollen wir noch mal? Na gut. Aber jetzt nicht wieder schummeln. Auf 3. Okay. 1. 2. 3. 3. Nein, diese hinterhältige Ratte. Rufus? Rufus, aufwachen! Aua! Was ist passiert? Du hast es geschafft. Bravo. Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Okay, da ist der Sender. Von hier aus komme ich da nicht ran. Wenn wir die Schrauben lösen? Moment, wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Die Schraube können wir dann in das Loch stecken. Schraube? Und da ist die Schrauben, kommen wir nicht ran, ne? Dann nur noch die Schraube, dann kann das nach oben schwingen, wenn wir hier rübergehen. Dann ist das aus dem Gleichgewicht. Ja, das müsste klappen. Schraube? Oder muss Nein. ich... Moment, wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Dann müssen wir die Schraube doch noch lösen. Oh oh, schnell rüber, schnell rüber, schnell rüber. Und den Sender.
Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Ich will das Ding nicht reparieren. Ich will es kaputt. Von hier aus komme ich da nicht ran. Wenn ich ihn werfe, würde er nur abprallen. Von hier aus komme ich da nicht ran. Schraube? Nein, wenn ich... Von hier aus komme ich da nicht ran. Was bleibt uns noch? Erkennt noch jemand das Loch in diesem Plan? Von hier aus komme ich da. Wenn ich ihn werfe, würde. Ja, okay, aber. Ah, okay, ich hab's verstanden. Schrauben, Loch. Dann nach hier oben und dann den Sender in den Rotor. Weil jetzt kommen wir auch ran. Tschüss, Sender. Nein, was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Ich habe es geschafft! Der Sender ist kaputt! Der Podia ist gerettet! Ja, ganz große Klasse! Und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert! Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können! Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist! Ja, das ist deine Idee! Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung, gewiss, du Deponia bereits. Wir werden abstürzen? Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Go. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein. Aber na dann? Was sagst du? Vergiss es. Vergiss es. Tja, schade, aber nicht zu ändern. Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus! Nein! Oh nein! Itis! Nein. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Oh, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien.
Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope. Die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus? Cletus? Bowl! Nein. Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Ja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon. Triff deine Entscheidung. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Ich bin Rufus. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen. Ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Ich weiß etwas, was die beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe. Dass ich heute Morgen Frühstück gemacht habe. Ja, das war ungewöhnlich. Bravo, eine echte Insider-Information. Das hätte sich jeder ausdenken können. Hm, aber nicht, was es zum Frühstück gab. Easy. Oh, es gab... Ich glaube, ich kann mich nicht mehr festhalten. Oh. Verdammt, jetzt stehen wir doch wieder am Anfang. Und ich weiß immer noch nicht, wer ist. Ich bin Rufus. Ich bin Rufus. Ach ja? Beweise es. Nun, Vertrau doch einfach deinem Herzen. Vertraue doch einfach deinem Herzen. Hm, okay. Mein Herz sagt, der hier vorne vielleicht? Okay, vergiss das mit dem Herzen. Inzwischen gibt es weitaus exaktere Methoden. Ach, Rufus hin oder her, ist doch egal, lass uns einfach hier... Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ach, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen. Nein! Ach. Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Er da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Ja, wir wissen alle, wie es ausgeht. Ganz sicher. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern. Und niemals. Und er wird niemals loslassen. Loslassen. Stopp! Nein! Nein! Und er ließ los. Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Das hier weiß es. Hallo, Rufus. Oh, Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild. Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin. Nein, im Ernst. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden. Brillant. Wirklich, es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich. Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett selbstlose Tat. Wow, Rufus, der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch gerettet.
Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus, jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten, Rufus. Das ist doch wirklich voll lässig. Sie weiß es. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Wer, ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht, sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Goal. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Bild weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truck-Reifen ausstatten würden. Monster-Truck-Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren, um... Können wir nochmal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, sie weiß es. Riesig. Mit so großen Zähnen, vor allem die Eckzähne, ganz, ganz groß und lang. Am Ziel angekommen, aber auch nicht. Elysium, das Sinnbild der Hoffnung. Ja. Und damit, meine Damen und Herren, war es das. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, indem man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Russa, er ist dann mal weg. So, meine Damen und Herren, tut mir leid, dass ich jetzt einen kleinen Moment leise war. Bei mir hat es jetzt angefangen zu gewittern. Und zwar auch richtig heftig gerade. Da waren ein paar laute Blitze. Ich musste da mal einen Moment mein Mikro leise machen. Das hatte ich keinen Bock, das noch so großartig leise zu bearbeiten. Ja, das war Goodbye Deponia. Der letzte Teil, Deponia Doomsday, ist ja schon in Kasten, ist ja schon alles hochgeladen. Damit haben wir die vier Teile von Deponia... Alter, wie das gerade anfängt. Damit haben wir die Deponia-Reihe abgeschlossen. Es sei denn, Daedalic Entertainment wird sich nochmal freuen. Oder eher gesagt, wir würden uns darüber freuen, wenn Daedalic Entertainment auch jetzt nochmal den fünften Teil raushaut und damit dann mal wirklich ein Happy End raushaut, ne? Oder? Ich würde sagen, Daumen nach oben, schreibt mal auf Twitter oder Facebook oder was ich Daedalic an mit Hashtag Deponia 5 Release, bitte. Wird zwar eh keine Sau machen, aber ich glaube, ich würde es sogar machen.
Ja, schreibt doch mal bitte in die Kommentare. Wie fandet ihr dieses Projekt? Also, meiner Meinung nach, ist es einfach eins der geilsten Spielserien ever. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Es ist einfach nur immer wieder genial. Allein hier unten links gerade dieses wundervolle Bild mit Rufus und Rufus beim Tode. Wie kommt man auf die Idee, einfach den Hauptcharakter zu klonen, damit man alles machen, alles retten kann? Ja. Wow. Heilige Scheiße. Bei mir fängt das ja... Da ist gerade ca. 10 Meter von mir entfernt ein Blitz eingeschlagen. Okay, ich glaube, ich sollte dann heute doch nicht mehr so viel aufnehmen. Das könnte nicht gut sein. Wow. Gut. Also, Deponia kann ich echt nur noch weiterempfehlen. Es ist einfach ein Spiel für alle Altersklassen, finde ich. Also auch wirklich nur, wenn man so diese Click-and-Point-Adventures mag. Alter, was da draußen gerade abgeht. Ja. Und damit verlassen wir nun Deponia. Aber nur vorerst, hoffe ich. Bis wir dann bei Deponia 5 irgendwann sind. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Projekt. Das nächste Projekt wird dann wirklich so ein paar Tagen mal anfangen. Ich habe schon angefangen, aber ich werde dann noch so 2-3 Tage jetzt mal Pause machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt. Dann bis dahin. Tschüss und danke fürs Zuschauen.